Ja, ich lasse die Bombe platzen. Es geht los. Wir machen eigene Rennstrecken-Events. Ich bin ein bisschen nervös, darüber zu sprechen, weil das doch eine sehr, sehr ein großer Step in der Geschichte von mir, in der Geschichte der Firma ist. Und es hat ein paar Hintergründe, warum ich lange gebraucht habe, darüber nachzudenken, warum, wieso, weshalb. Und ich habe jetzt in den letzten 100.000 Rennstreckenkilometern doch einiges dazugelernt, was ich gerne anders machen möchte und was vielleicht andere Fahrer wie ihr zum Beispiel auch gerne an einem Event anders hättet oder was ihr euch wünscht. Wir haben viel zusammengetragen, wir haben viele Umfragen gemacht, wir haben euch mit einbezogen und deswegen erkläre ich euch heute und jetzt, was es Besonderes gibt und was anders ist und was denn vielleicht so besonders ist. Zum einen geht es doch auf der Rennstrecke irgendwie immer um Spaß und Sicherheit. Und die Sicherheit muss irgendwie hochgeschrieben sein. Und jetzt könnte man sagen, naja, sicher ist Motorradfahren auf keinen Fall. Okay, auf der Rennstrecke ist es vielleicht ein bisschen sicherer. Der größte Sicherheitsfaktor, ich steige mit dem größten Gadget, mit dem größten Vorteil, den wir bieten möchten, steige ich ein mit der Anzahl der Teilnehmer. Es fällt und steht mit der Anzahl der Teilnehmer in jeweiligen Gruppen. Und das Ganze ist daraus resultiert, die Rennstrecke kostet eine gewisse Summe Geld, unabhängig davon, ob das jetzt Wochenende ist oder unter der Woche, das ist unterschiedlich. Und ein Veranstalter muss hergehen und muss schauen, dass er die Kosten deckt und damit Geld verdient. Und das ist so das Problem an der ganzen Sache, ne? Also umso mehr Leute, desto besser verdient er oder desto früher ist er auf Null und verdient dann. Und deswegen brauchen die Veranstalter viele, viele Teilnehmer. Und das geht hoch bis zu 200 oder sogar 220 Teilnehmer pro Event. Und das Ganze wird in der Regel in vier Gruppen ausgetragen. Und auf einer Rennstrecke wie der Slowakiering sind das schneller mal 55 Mann pro Gruppe. Der Spaßfaktor und der Sicherheitsfaktor fällt und steht aber mit der Anzahl oder mit der Größe der Gruppen. Und das war mir einer der allerwichtigsten Faktoren, sei es beim Coaching mit vielen von euch da draußen, durch viele Teilnehmer, viel Verkehr gehabt, wenig freie Runden gehabt, viele Rotphasen, weil natürlich umso mehr Teilnehmer, desto größer ist die Chance, dass was passiert, desto größer ist die Chance, dass Rotphasen sind wegen Motorschäden etc. Kann auch mit wenig passieren, aber natürlich ist die prozentuale Chance einfach höher. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte Veranstaltungen machen mit maximal 25 Mann pro Gruppe in vier Gruppen, ergibt maximal 100 Teilnehmer. Das, denke ich, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und deswegen haben mich auch viele von meinen Kunden und von euch da draußen angesprochen, sie möchten gerne mit weniger Leute auf der Rennstrecke fahren. Und auch mir persönlich war das ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den wir versucht haben umzusetzen. Und wir haben es auch geschafft. Dazu müssen wir allerdings im Verhältnis zu Veranstaltern, die 220 Mann einbuchen, natürlich den Preis in manchen Situationen etwas mehr anheben, damit wir irgendwie das Ganze kompensieren und hoffentlich nicht damit drauf bezahlen. Im Zuge dessen habe ich mir gedacht, wir möchten aber mehr bieten, um den vielleicht minimal angehobenen Preis des Events wieder zu kompensieren. Und da komme ich jetzt gleich drauf mit dem, was wir euch zusätzlich bieten. Zum einen haben wir einen kostenlosen Fahrwerkservice mit dabei. Unser Fahrwerkservice, unsere Firma, die Superbike Tech GmbH, stellt quasi unseren Fahrwerkservice euch, also jedem Teilnehmer unseres Events zur Verfügung. Und zwar möchte ich das eigentlich gerne selber machen. Ich möchte derjenige sein und ich werde derjenige sein, der nicht Motorrad fährt, sondern ich bin derjenige, der von Box zu Box geht, mit jedem von euch spricht und den Kontakt zu euch hat und herausfinden will, wie es euch geht und was man euch vielleicht helfen kann, verbessern kann am Moped, damit es leichter ums Eck geht. Mit diesem Know-how möchte ich einfach zur Verfügung stehen. Das möchte ich als Gadget quasi obendrauf dazu packen. Und ich denke, das ist für den einen oder anderen zum Testen, ohne dabei noch zusätzlich Geld zu investieren, schon ein sehr, 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 sehr großer Mehrwert. Ein nächster Mehrwert, wo wir gesagt haben, okay, ein kleiner Mehrwert, aber ein größerer kommt noch. Kleinerer nächster Mehrwert ist, wir wollen maximal ein Rennen, also ein Partrennen am Sonntag, ein Supersportrennen, ein Superbike-Rennen und ein Rookies-Rennen, abhängig von der Rundenzeit, die stehen auf den Zeitplänen mit dabei. Und bei den Rookies-Rennen möchte ich einen fliegenden Start und bei den Superbike und Supersport einen stehenden Start. Hier haben wir eine Umfrage gemacht, 80% wollten den stehenden Start. Ich war mir da persönlich nicht so sicher, aber ich richte mich da immer nach euch. Und
Diese Rennen werden nicht extra gebührenpflichtig, es gibt keine extra Gebühren für Transponder etc. Das ist alles im Preis mit dabei. Und ich möchte auch nicht am Freitag, am Samstag und am Sonntag rennen, sondern ich möchte nur am Sonntag rennen. Einfach um maximal Fahrzeit zu haben, um nicht so viel Druck zu haben, sondern wirklich viel Fahrzeit, wo man sagen kann, ich kann auch mal einen Turn sausen lassen, weil ich so viel Fahrzeit habe. Das ist mir persönlich ganz wichtig und auch den Kunden, die ich immer Rücksprache gehalten habe, denen war das auch immer irrsinnig wichtig. Ein zusätzliches Gadget, was wir euch noch dazugeben können, ohne dass ihr den Preis nochmal zusätzlich anhebt, ist ein kostenloser Fotoservice. Ich habe ja das Glück, dass bei mir als fester Mitarbeiter hier der Stefan arbeitet. Der Stefan ist nicht nur sehr, sehr schneller Motorradfahrer und sehr guter Techniker, sondern er hat auch lange, lange Zeit auf der Rennstrecke fotografiert und das sehr, sehr professionell. Und er hat die besten Fotos von mir damals schon, als ich angefangen habe, gemacht. Und der arbeitet bei mir, somit wird er auf der Rennstrecke sein und wird für euch Fotos machen. Und das werden wir euch einfach geben. Wir geben euch die Fotos. Wir verlangen nicht nochmal 50, 60, 70 Euro für die 3 Tage Fotos, sondern wir geben euch die zusätzlich mit dazu. Das heißt, ihr habt schon 2 Sachen gespart. Einmal den Fahrwerkservice und die Bilder, die ihr sowieso vielleicht hättet gekauft. Nicht jeder kauft die, aber ein großer Anteil ist natürlich an den Bildern interessiert. Wir möchten das Ganze so sicher wie möglich gestalten und deswegen geht es zum nächsten Thema, technische Abnahme. Vielen von euch ist eine technische Abnahme wichtig und auch mir ist sie wichtig. Nur hat die technische Abnahme, die hinkt so ein bisschen bei vielen Veranstaltungen, die ich erlebt habe. Und zwar wird meistens das Motorrad nicht wirklich kontrolliert, das ist das Erste. Und die Leute werden nicht darauf angesprochen, wenn ein Reifen schon total unten ist und der Vorderreifen schon so ist. Das ist den technischen Abnehmern eigentlich immer in der Regel egal. Man sollte vielleicht einmal abklären, ob derjenige weiß, was er da drauf hat oder ob er den noch tauscht. Zum anderen, denke ich, ist die technische Abnahme immer ein sehr großer Stressfaktor, wenn man eine Stunde vorm Turn sich in der Schlange anstellen muss und dann nur noch eine 30-minütige Heizphase der Reifen hat und somit mit kalten Reifen rausfährt. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und deswegen möchte ich aber trotzdem diese technische Abnahme erhalten lassen, damit viele von euch auf Nummer sicher gehen können, dass keine schlecht gewarteten Bikes da draußen um euch herumfahren. Aber ich möchte, dass ihr in eurem Fahrerlager oder in eurer Box stehen bleibt. Wir kommen zu euch für die technische Abnahme. Wir kontrollieren jedes Motorrad vor Ort. Das geht, weil wir nur 100 Teilnehmer haben. Wenn wir 200 Teilnehmer hätten, wird es schon wieder schwierig werden. Das ist der Vorteil daraus. Mit weniger Teilnehmern, wir können zu jedem kommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir technisch, soweit man es von außen kontrollieren kann, perfekte Motorräder haben. Das ist auch ein sehr, sehr großer Faktor. Nächster Sicherheitsaspekt. Briefing, Fahrerbesprechung. Es gibt nichts Schlimmeres wie für Einsteiger oder Leute, die noch nicht so erfahren sind, eine Fahrerbesprechung, die eine halbe Stunde vor ihrem ersten Turn ist. Das ist für mich ungut. Wenn um 9 Uhr dein erster Turn ist und um 8.30 Uhr hast du eine Fahrerbesprechung, dann musst du schon im Lederkombi dastehen und dann redet er da vorne und redet. Und du schaust auf die Tür und denkst, nur noch 15 Minuten, nur noch 12 Minuten und du bist schon ganz nervös und das bringt dich aus deinem Konzept und das ist für mich ein No-Go. Deswegen bieten wir am Vorabend, also wenn das Event am Freitag startet und wir haben am Vorabend, am Donnerstag, bieten wir eine 1,5-stündige Fahrerbesprechung. Ein wirklich intensives Briefing, speziell für Leute, die noch nicht oft auf der Rennstrecke waren, um diverse Faktoren auszuschließen, um diverse Situationen einzuschätzen zu lernen. Jeder weiß nach 2, 3 Events die Flaggen. Das ist auch das Einfachste. Aber die schwierige Situation meiner Meinung nach ist, viele verschiedene Situationen darzustellen und zu erklären, wie ich mich darin zu verhalten habe. Es gibt immer individuelle Geschichten und das gehört viel umfangreicher erklärt, speziell für Leute, die nicht viel Erfahrung auf der Rennstrecke haben. Das möchte ich im Namen meiner Firma auf jeden Fall an jeden Einsteiger und an jeden, der nicht so erfahren ist, beitragen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich noch das obligatorische Fahrerbesprechung am ersten Tag, am Morgen. Speziell auch für die, die schon erfahrener sind, nur mal kurz ein paar Details. Aber wir müssen und wir möchten das anbieten für alle, die sich vielleicht unsicher sind, aber auch die erfahren, dass die am Vorabend schon ein sehr, sehr umfangreiches Briefing quasi natürlich kostenlos einfach mit dazu nehmen können. Wenn sich das Ganze dann ein bisschen besser ausbaut und auch das Interesse da ist, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht so eine Art Riding License, vielleicht so eine private irgendwie ins Leben rufen, für Leute, die quasi so ein umfangreiches Briefing mitgemacht haben. Da gerne mal
in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse habt dafür. Die Gruppeneinteilungen speziell für, wo ich sage, 25 Mann pro Gruppe. Einsteiger wollen nicht ständig Verkehr von hinten haben, die haben Angst. Hatte ich als Einsteiger auch, wenn ständig Verkehr von hinten kam. Deswegen 25 Mann pro Gruppe. Und aber auch die schnellen Racer, die gerne an den Rundenzeiten feilen wollen, die wollen freie Fahrt haben, damit sie keinen Verkehr vor sich haben. Das ist natürlich auch unangenehm, wenn der ständig Verkehr hat und somit keine freie Runde hat und keine Zeit zusammenbringt. Deswegen auch unter anderem die Unterteilung maximal 25 Mann pro Gruppe. Die zusätzliche Aufgabe ist es auch noch für mich und für das Team, die Zeitnahme zu kontrollieren. Insofern wirklich explizit zu schauen und nicht nur einmal mittags am ersten Tag Regrouping zu machen, sprich, okay, wir wechseln die Gruppen, der kommt in die schnellere, der kommt in die langsame, sondern das permanent zu beobachten. Fällt einer extrem aus der Reihe. Es gibt oft die Situation, dass jemand auf einmal am dritten Tag irrsinnig schnell wird und dem das vielleicht gar nicht auffällt und dann viel Verkehr hat und andere dementsprechend nervös macht oder dass jemand am Anfang, am ersten Tag seine Bestleistung bringt und dann immer langsamer wird, weil er konditionell nicht so fit ist. Das muss man einfach beobachten und deswegen möchte ich die Gruppen permanent tauschen können, permanent feilen können an der Gruppierung, damit die so homogen wie nur möglich sind. Das ist mir als Fahrer in meiner Laufbahn das Allerwichtigste gewesen, dass die Gruppen so homogen wie nur möglich sind. Wir werden das Ganze jetzt mal am Pannonia-Ring und am Slowakia-Ring abhalten. Ursprünglich kam eigentlich noch Rijeka dazu, die haben mir jetzt aber gerade noch auf die Warteliste mit dem Termin gesetzt. Vorher hat es geheißen, ja, wir kriegen einen und jetzt ist so, da bin ich noch dran. Also vorab jetzt erst einmal Pannonia-Ring und Slowakia-Ring, diese zwei Events sind buchbar. Pannonia-Ring ist unter der Woche Montag, Dienstag, Mittwoch. Slowakia-Ring ist Freitag, Samstag, Sonntag. Dementsprechend richtet sich auch der Preis. Da schaut es gerne mal unten rein unter www.sbk-tech.de/trackdays. Da stehen alle Details und auch die vorläufigen Zeitpläne schon mit drin. Da könnt ihr euch gerne mal aussuchen. Und wie gesagt, die Events sind schon buchbar. Wenn die 100 Teilnehmer gebucht sind, dann schalten wir die Buchung ab. Das heißt maximal 100 Teilnehmer, that's it, mehr machen wir nicht. Und wir machen jetzt auch erstmal nicht mehr Events. Natürlich würde ich gern, ich als Größenwahnsinniger hergehen und sagen, okay, wir machen gleich mal 5 da und 3 da. Aber das ist natürlich finanziell ein Wahnsinn. Ich muss auch erstmal schauen, wie ist die Resonanz, wie kriegen wir das gebacken. Da können wir uns dann 2024 auch gerne drauf konzentrieren. Aber erst einmal starten wir es im wirklich kleinen Umfang. Wir sind mittlerweile hier ein vierköpfiges Team. Ich werde für die Events auch noch 2-3 Leute dazu holen, um einfach dementsprechend noch flexibler zu sein. Zudem bieten wir eine Riding School an. Es ist eine Riding School vor Ort mit 3, 4, 5 Instruktoren, die ich selbst ausgewählt habe, die ich selber kenne, wo ich weiß, die sind gut. Also nicht irgendjemand, sondern wirklich gute Leute, die für euch da sind und dann vor Ort euch unterstützen, wenn ihr Bedarf habt. Ich selber werde leider nicht fahren. Mir ist es wichtig, dass ich bei den Leuten vor Ort bin und von Box zu Box gehen kann. Und das funktioniert nicht, wenn ich coache und das funktioniert auch nicht, wenn ich für mich selber fahre, weil dann soll der Fokus auch aufs Fahren gerichtet sein, auch aus Wink mit dem Zaunpfahl für dich fahren oder das andere, weil beides in Kombination ist immer extrem schwierig und führt meistens zu Unfällen und ist dementsprechend gefährlich. Ich möchte eine sehr sichere Veranstaltung haben. Ich möchte eine Veranstaltung haben, wo Teilnehmer sehr viel Fahrspaß haben. Es darf auch ein Bier getrunken werden am Abend. Also ist nicht so, Meindl ist der da, wo man kein Bier trinken darf. Natürlich darfst du ein Bier trinken am Abend. Keiner hat was gegen 1-2 Bierchen am Abend. Natürlich haben wir auch eine Nachtruhe ab 23 Uhr. Es darf auch bis dahin Musik gehört werden. Ganz wichtig, vielleicht ist das beim letzten Video ein bisschen falsch rübergekommen. Nachtruhe soll ab 23 Uhr sein. Bis um 1 Uhr morgens Party und feiern ist natürlich auf der Rennstrecke schlecht. Will ich persönlich nicht, wollen viele Kunden nicht. Aber bis 23 Uhr, denke ich, in einem gediegenen Rahmen ist das vollkommen normal und haben wir auch früher selber immer gemacht. Von dem her würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns sehen auf der Rennstrecke. Schaut gerne unten in dem Link bei den jeweiligen Events vorbei. Schaut euch die Details an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne per E-Mail an, ruft an oder sonstiges dergleichen. Wir stehen für euch mit Rat und Tat zur Verfügung, vor allem im Bereich Fahrwerk und natürlich auch fahrdynamisch und fahrerisch. Ich hoffe, dass so eine Kombination an
Leistung es da draußen so schnell nicht geben wird. Und hoffe, dass wir da uns ein bisschen abheben können und euch damit was wirklich Tolles bieten, was es vielleicht so noch nicht zu erleben gab. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden in der Szene teilt und wenn wir uns nächstes Jahr auf der Rennstrecke an den Events von uns sehen. Also bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.